Ich würde das gerne mit ihm vergleichen. Minus 5 Fernkampfgenauigkeit. Ja, das ist klar. Haben wir auch hier. Abgestumpfte kritische Treffer. Ja, das ist auch klar. Nicht für den Nahkampf gemacht. Ja, ist klar. Schleier durchdringend. Außergewöhnlich ist beides auch. Doppellauf, Feuer zwei Schuss ab, bevor nachgeladen werden muss. Verringerte Reichweite, aha. Ein Schaden ausgeteilt und empfangen bei Tötung bis zur Ruhepause. Ja, ist nicht ganz so besonders die rote Hand, also die können wir ruhig da liegen lassen. Come on, let's get a drink of firmness. It's early. We'll go when it's dark. Fine. I don't know how you tell that, eh? Oh, da hat sich noch was bei der Medizin getan. Einige von Ernestos Bande verlassen seinen Laden nachts, um etwas zu trinken. Jetzt zu diesem Zeitpunkt somit nur wenig bewacht. Ja, und Ernesto gibt mir die Medizin, wenn ich den Spindelmann töte. Kann ich ihn nicht als anders dazu bewegen zu gehen, indem ich ihm was aus der Tiefe besorge? Die geborene Psyche der Kreatur spielt eine Frage dem Verstand nach. Deine eigenartigen Gefährten stehen still und warten. Deine Herumstufen hat einige deiner Nachbarn verärgert. Er zwitschert angeekelt, die Elfin knirscht mit den Zähnen. His is a small mind, with small concerns. What do you care for him, you? Sein ist ein kleiner Verstand mit kleinen Sorgen. Was kümmert er dich, du? Die Elfin verstummt plötzlich, ihr Mund hängt weiterhin offen. Der Mittag lässt ihren Verstand fallen wie ein Spielzeug, an dem er das Interesse verloren hat. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf deinen Verstand. Du spürst, wie er deine Gedanken durchsucht, als ob er ein Buch durchblättert. Bilder kommen in deinem Verstand auf Erinnerung. Du siehst Pete Lee, wie sie ihr Husten unterdrückt und dir von der Medizin gegen die Ertrunkenung erzählt. Und du siehst Anesso. Ja, deine Willensstärke gegen den Vitrak aufbringen, lassen wir es mal zu. Der Vitrak griff tiefer. Er sieht dich in Ernestos Laden, wie du mit dem Händler sprichst. Du fragst nach der Medizin gegen die trunkene Lunge und Ernesto setzt seine Antwort an. Der Vitrak zwitschert interessiert. Machen wir mal weiter. Er dringt weiter in deine Wohnung vor, behutsam aber entschlossen. Dein Gespräch mit Ernesto spielt sich ab. Er erzählt dir von dem Spindelmann und bietet dir die Medizin als Bezahlung dafür, dass du ihn tötest. Der Vitrak zieht sich vorsichtig aus seinem Verstand zurück. What is your business with the cellar woman? Was willst du mit der Verkäuferfrau? Seine Augen zucken neugierig, seine Gefährten starren dich ungestört, ungerührt an. Verkäuferfrau? The one who calls herself Ernesto. Die sich Ernesto nennt. Er winkt ungerührt mit einer Klaue. Einer der Oker ahmt die Geste nach. Der Name lautet Ernesto mit 2 Z. Ernesto ist ein Mann. As you say, we discern no difference. Wie du meinst, wir erkennen keinen Unterschied. Und er lautet mit Ernesto mit 2 Z. What is this droning sound? You have a fly in your teeth. Was ist dieses dröhnende Geräusch? Hast du eine Fliege in deinen Zähnen? Seine Mundwerkzeuge zucken interessiert. Du hast die Erinnerung gesehen. Ich habe nichts zu verbergen. Yes, we saw it as the medicine you desire, so we will tell you a secret. Ja, wir haben gesehen, dass du die Medizin begehrst, also werden wir dir ein Geheimnis verraten. Er tänzelt beinahe vor Aufregung und klopft seine gekrümmte Klauen zusammen. Die Elfin schwankt und klatscht leise. There is a hidden entrance to her storeroom. Es gibt einen geheimen Eingang zu ihrem Lagerraum. Seine Augen funkeln und flackern. Ja, er redet mit, als ob er nicht so eine Frau wäre. Follow the wooden catwalk east of her shop. This is where she moves supplies in secret for Dario. Folge dem hölzernen Steg östlich ihres Ladens. Dort verschiebt sie heimlich warm für Dario. Warum erzählst du mir das?
We want to see you betray Ernesso with her own secret. Take the medicine you desire. Wir wollen sehen, wie du Ernesso mit ihrem eigenen Geheimnis hintergehst. Nimm die Medizin, die du begehrst. Er schlängelt sich näher, der Ogre und die Elfin gehen ebenfalls einige Schritte vor. Ihre Augen sind leer und ihre Gesichter ausdruckslos. If you also exterminate her, then we can sell you special things at special prices. Wenn du sie außerdem auch vernichtest, können wir dir besondere Sachen verkaufen zu besonderen Preisen. Seine Mundwerkzeuge klappern und klopfen frohlockend. Though the other seller women and seller men might think angry thoughts of you then. Die anderen Verkäufer Frauen und Verkäufer Männer könnten dann jedoch wütende Gedanken über dich denken. Sag mir, was du über Ernesto weißt. She fears us, fears that we will gather and scatter her secrets. Sie fürchtet uns, fürchtet, dass wir ihre Geheimnisse sammeln und verbreiten werden. Ernesto sells many things to common people, but also to powerful criminals who command many. Ernesto verkauft viele Dinge ans gemeine Volk, aber auch an mächtige Verbrecher mit zahlreichen Untergebenen. This is why her shop has a secret entrance. Deswegen hat ihr Laden einen geheimen Eingang. Follow the wooden catwalk east of her shop. This is where she moves supplies in secret for Dario. Folge dem hölzernen Steg östlich ihres Ladens. Dort verschiebt sie heimlich Waren für Dario. Okay. Ja, ich will gucken, dass ich hier jetzt in der Graberstraße keinen Mord begehe, der zu viel Aufmerksamkeit erregt. Zumal ich mich auch gerade nicht mit einem V-Truck anlegen will. Was gerade so mein Problem ist, meine Tastatur. Wenn gerade keinen Input machen, sie will ich pausieren. Keep it down. Ah, jetzt will sie wieder. Okay. Irgendwie hat die der Leertasten-Input gehangen. Ich könnte hier Rubine klauen. Ich könnte hier viel klauen. If you insist. Okay. Da brauche ich definitiv mehr Mechanik. Das heißt, ich muss mit Leuten wie Seraphin und Maya mal wiederkommen. So, und damit komme ich runter ins Gewölbe. Nasse, feuchte Luft und wieder eine Stimme kommt von unten. Dann nehmen wir mal den Aufzug ins Gewölbe. So, Gewölbe. Hold it right there, mate. Stehen bleiben. Der Pirat starrte ich nieder, die Hand auf dem Griff seines Schwertes. Er muskulöser meist von alten Namen übersieht. State your business. I mean it. Spill your guts or spill your blood. Sag, was du hier willst. Das meine ich ernst. Raus mit der Sprache oder raus mit deinem Blut. Ich suche nach Gwenfin, die Reos Geschäftspartnerin. Oh, right. That time you got here.
The elf's been chewing her thumbs to nubs waiting for you. Ah, ei, wird auch Zeit, dass du kommst. Die Elfin hat sich schon fast die Daumen abgekauft beim Warten auf dich. Er steckt sein Entermesser mit einem Grunzen wieder weg. Der Pirat deutet mit dem Kinn auf den Rand der Bucht. There, cross the water. Little birds flittering in the old ruins. Hurry on, else she comes to squawk at us. Dort drüben, über dem Wasser. Das Vögellein flattert in den alten Ruinen herum. Beeil dich, ehe sie noch angeflattert kommt und uns blöd anmacht. Er fährt mit den Fingern durch seine feuchten, braunen Haare und blickt dich scharf an. Er scheint immer noch zu überlegen, ob er dich nicht besser darauf schützen sollte. Wer kontrolliert dieses Gebiet? Er blickt dich argwöhnisch an. If you can't spot a principy port for what it is, I might get the thinking you're not supposed to be here. Wenn du einen Prinzipi-Hafen nicht als solchen erkennen kannst, scheint mir, dass du gar nicht hier sein solltest. Doch, eigentlich schon. Ja, das hier ist jetzt also das Gewölbe. Und jetzt sind wir auch mal offiziell hier. Ohne dass uns jemand gleich abstechen möchte. Unglaublich, dass sie so viel unter unserer Stadt verstecken können. Pass auf, wo du hintrittst. Nicht alles, was nass ist, ist Wasser. Ein Pferch. Ah, hier haben sie Tiere eingesperrt. Keiler. Scharmützler, das sind alles nur normale Piraten, also Prinzipi-Angestellte, wenn man sie so nennen möchte. Und ja, ganz ehrlich, wenn es hier so eine Grotte gibt, wo Schiffe rein- und rausfahren können. Ach, gegen zwei Dietriche sage ich nichts. Wir haben schon wieder eine Mannschaft an den fliegenden Henker verloren. Meuterei, das wäre dann die dritte in dieser Woche. Okay, hier hinten ist nichts verborgen. Das hier sieht sogar aus, das ist eine Zugbrücke. Uns wurde gesagt, dass wir dich einen Wächter aus Richtung Straße zu erwarten hätten. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin hier jetzt im Oh, das ist das Schmugglerfort. Okay. Ja gut, Prinzipi haben meistens, also Piraten haben meistens sowas. Damit könnten wir. Du triffst auf ein verhindertes Ruderboot. Die Farbe ist an vielen Stellen bereits abgeblättert. Es schaukelt sanft im Wasser. Wir bleiben erstmal. Abtrünniger Wasserformer. Ja, wenn das hier das Schmugglerfort ist. Wie läuft's auf hoher See? Nehme ich mal an, wohnt hier drin die. Ja, Morena. There is what's to see in the light. Ja, Schlossschwierigkeit. So, Falle ist entschärft gewesen. 70 Erfahrungspunkte. Yay. Die Kapitänin der Gezeitenbrillen steht stramm vor dir. Sie wirkt imposant trotz ihrer geringen Größe. Mit ihren muskulösen Beinen steht sie breitbeinig und fest auf dem Boden und ihre dicken, schwierigen Hände sind in die Hüften gestemmt. Sie blickt dich mit erhobenem Kinn an. Ja, Zwerg zu Zwerg. Wen oder was haben wir denn hier? Mit ihren kurzen, dicken Fingern greift sie ungeduldig in Richtung der Schusswaffe an ihrem Gürtel. Sie träumt mit den Fingern auf ihrem Steinschlossgewehr und mustert Tekeo aufmerksam. We're all stocked up on Silverfin, but this fish is a unique catch.
Silberflossen haben wir genug, aber dieser Fisch ist ein ganz besonderer Fang. And I can bite deeper than you might imagine. Und ich kann kräftiger zubeißen, als du vielleicht denkst. Er sieht sie mit zusammengekniffenen Augen. Are you the one responsible for tricking the water shapers into serving your petty errands? Tekeo, nicht so eindeutig und nicht so unhöflich. Bist du die Wasserformer? Bist du die Wasserformer mit einem Trick dazu gebracht hat, deine belanglosen Angelegenheit für dich zu erledigen? Etwas hat der Regression in seinem Tonfall, lässt sie schief grinsen. Die verrückte Morena wendet sich wieder dir zu. You've got two options. You can tell me who sent you, or I can feed you the shaft of my gun. So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst mir sagen, wer dich geschickt hat, oder ich lasse dich eine Kugel schlucken.